Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zum OMSI Bus Simulator. Und wir befinden uns mal wieder in Tiefenbach. Und ja, der ein oder andere von euch erkennt das hier vielleicht auch wieder. Ja, betonung liegt auf vielleicht, wenn ihr wirklich sehr gut aufgepasst habt. Wir befinden uns hier nämlich mal wieder an der Waltersberger Bergkirche, wo wir in der letzten Folge auch schon waren mit der Linie 712. Diesmal fahren wir aber Linie 178. Und wo sie hinfährt, das seht ihr jetzt gleich. Ich gebe nämlich jetzt kurz meine Linie ein. Und ich fahre natürlich wieder bei Helligkeit. Ups, fängt schon mal gut an. Zack. Linie 178.00, Route 02 müsste es sein. Nach Tiefenbach nämlich, genau, bis zum Regionalbahnhof zur Innenstadt. Den kennt ihr noch gar nicht, den Regionalbahnhof. Und wir müssten eigentlich auch gleich losfahren. 15:17, wie spät ist es? 15, ja. Fahren wir schon mal vor, würde ich sagen. So. Motor an. Auf Vorwärts stellen, ja. Und dann fährt auch schon der Bus. Mal wieder mit dem Mercedes-Benz O405N von Julian. Das ist für mich der Standardbus auf dieser Map. Und ja, ich habe auch dann die AI-List so modifiziert, oder auf Deutsch die KI-List, ne, künstliche Intelligenz und so, habe ich so modifiziert, dass eben auch nur solche Busse hier fahren auf der Map und auch nur mit Rheinbahn-Repaint. Kann aber sein, dass ich das schon mal erzählt habe. Und jetzt hat er schon die Ansage fortgeschaltet. Ist natürlich blöd, weil der Wendekreis ist, also der Weg zum Wende ist zu lang und dadurch hat die automatische Weiterschaltung schon sagen gehandelt. Und jetzt werden wir nochmal zurückstellen, indem wir nochmal Route 02 eingeben. Dann müsste das mal von vorn losgehen. Genau so ist es. Und da will man eine Tageskarte kaufen. Es ist schon etwas später, von daher, wenn ich ein bisschen gedämpft rede, wundert euch nicht. Es liegt nicht daran, dass ich irgendwie, ups, irgendwas irgendwie besonders traurig bin oder weiß ich was. Keine Ahnung, nein, es ist einfach spät. Und es kann auch sein, dass ich schon leicht müde bin. Aber ich muss zu dieser Zeit aufnehmen. Auch wenn ich morgen zur Schule gehen muss. Ja, heute ist Donnerstagabend. Der Grund, warum ich aufnehme gerade. Oh, jetzt bin ich wahrscheinlich zu früh los, ne? Immer noch diese kleinen Frame-Einbrüche. Ja, eine Minute zu früh ist jetzt auch egal. Wir sind ja ein Let's Play, da muss man das nicht so hundertprozentig ernst nehmen. Genau, was ich ansprechen wollte. Es gibt nämlich wieder eine ganze Menge anzusprechen in dieser Folge. Nämlich, Linie kann ich übrigens auswendig, weil ich die schon ein paar Mal gefahren bin. Achso, Fahrplan sollten wir uns vielleicht mal angucken, ne? Machen wir gleich in der nächsten Station, wenn jemand einsteigen will. Sonst in der übernächsten. Aber da steht schon jemand, wie ich sehe. Okay, dann, genau, wie gesagt, es gibt vieles anzusprechen, aber das machen wir dann so im Laufe der Fahrt. Jetzt erstmal so das Wesentliche über die Linie. Kennt ihr ja, wie gehabt. Ihr solltet ja nicht einfach blind in die Folge rein. Die wenigsten von euch werden die Linie schon kennen. Hallo. Guten Tag. Genau, Bergkirche, Schule sind wir gerade. Dann Hampersdorf, Altersberger Chaussee, das kennen wir auch. Dann kommt neues Landhofen, Mosen. Unter der Autobahnbrücke ist eine Hammerstation, die ich richtig feiere. Eine meiner Lieblingsstationen in ganz Tiefenbach. Und dann sind wir auch schon in Tiefenbach. Also, ja, 17 Minuten Fahrzeit sollte, denke ich mal, eine 20 Minuten Folge werden. Also Standard. Ungefähr, natürlich, ne? Die Folge ist ja 20 Minuten und 34 Sekunden lang. Du hast voll gelogen. Ja. Ich bin ein richtiger Lügner. Bin kein ehrlicher Mensch. So, Hampersdorf, Waltersberger Straße. Ja, und das erinnert ganz leicht an den 712er. 178 und 712. In Hessen ist übrigens Tiefenbach, oder soll Tiefenbach sein. So, und zwar, ich habe ja gesagt, dass ich abends aufnehme, spät abends. Das liegt daran, dass ich wirklich kaum Zeit habe. Ich bin die nächsten Tage kaum zu Hause, aus verschiedenen Gründen. Meistens freizeitbedingt. Und vor allem dieses Wochenende habe ich so gut wie überhaupt keine Zeit. Und deswegen muss ich eben heute aufnehmen. Guten Tag. Und, ja, seid froh, dass ich mich noch zu überwunden habe, weil ich hätte mir auch sagen können, nee. Nee, nee, nee. Ich gehe lieber schlafen, dann bin ich morgen ausgeschlafen. Na, ausgeschlafen ist zu übertrieben, aber. Ups. Hätte ich vielleicht erstmal gucken sollen. Na komm.
So, um die Kurve mit dem Gefährt. Und ja, das heißt, wenn jetzt die nächste Woche die Folgen etwas seltener kommen, also nicht alle zwei, vielleicht ab und zu alle drei Tage oder so, nicht wundern. Ich habe momentan wirklich wenig Zeit und versuche immer das hinzukriegen mit Aufnehmen und so. Und zweite Sache, auch zeitmäßig wird es auch beeinflussen. Also die Zeit wird das beeinflussen. Nämlich sind ja bald Osterferien und da bin ich wieder im Urlaub. Ja, ich weiß, das ist ab und zu ein bisschen nervig, dass ich so oft in Urlaub fahre. Letztes Mal waren zwei Wochen, diesmal sind es wieder zwei Wochen. Ich werde euch auch verraten, wo es hingeht. Nach Südafrika. Bisschen Sonne tanken nach diesem blöden Wintereinbruch mal wieder. Und ja, mal schauen, ob ich da irgendwie so ein kleines Video mache von da oder so. Mal sehen. Fakt ist, ich werde es handhaben oder versuchen zu handhaben wie beim letzten Mal. Da ist es gehörig schief gegangen, weil ich zu der Zeit, wo ich vorproduzieren wollte, krank geworden bin und nicht vorproduzieren konnte. Diesmal wird es hoffentlich anders passieren. Also wenn das wieder passiert, dann ist ja echt, dann werdet ihr mir wahrscheinlich auch nicht mehr glauben, oder? Naja. Jedenfalls hoffen, dass ich da nicht krank werde. Ich habe da so zwei Tage Zeit zum Vorproduzieren. Da werde ich es so machen. Versuchen, dass alle drei Tage ein Video kommen. Kann auch sein, dass mal ein vier Tage Abstand ist oder so. Also, jetzt sagen wir mal die nächsten drei Wochen ungefähr. Also nicht mehr alle zwei Tage, sondern alle zwei bis vier Tage, sagen wir mal, ein Video. Was aber weiter beibehalten wird, ist, dass jedes Wochenende eine Omsi-Folge kommt. Und Wochenende kann auch Freitag sein, kann aber auch Montag sein. Genau. Diese Folge müsste ja dann sozusagen am Freitag onkommen. Ups. Genau, ich bin nämlich schon ein bisschen unkonzentriert. So, das war sozusagen die schlechte Nachricht für euch. Und ich bitte das natürlich wieder zu entschuldigen, um Verständnis und so, aber ich habe auch ein Privatleben, bla bla bla, kennt ihr, ich bin nicht hauptberuflich Let's Player. Wisst ihr ja, tut mir auch leid, aber ab und zu ein bisschen Urlaub kann ja auch nicht schaden. Und wie immer, sorry für die leichten Lags, ich hoffe, das beeinflusst euch nicht zu sehr. Das beeinflusst und beeinträchtigt natürlich. Und ja, ich kann es wirklich nicht verhindern. Ich weiß nicht so richtig, woran das liegt. Weil OMSI hat früher besser funktioniert. Ich kann mir vorstellen, dass es daran liegt, dass einfach so viele Sachen drauf installiert ist, dass OMSI inzwischen so voll ist, dass da irgendwas nicht mehr läuft. Ich weiß auch nicht. Vielleicht einfach zu viele Busse installiert oder... Ich weiß nicht. Ich bin kein Experte. Da hat mir schon jemand vorgeschlagen, eine neue Grafikkarte zu kaufen. Meine Grafikkarte ist schon relativ gut. Und ich werde jetzt garantiert keine 800 Euro ausgeben für eine neue Grafikkarte, weil ich diese 800 Euro auch nicht habe. Und damit kommen wir gleich zum nächsten Thema. Und zwar, ich wurde mehrfach gefragt, ob ich denn nicht SimCity Let's Playen will. Und da habe ich immer geantwortet, nein, und zwar aus mehreren Gründen. Und ich werde das jetzt nochmal ganz kurz erläutern hier, während wir über die Landstraße tuckern. Und zwar, SimCity ist meiner Meinung nach für das, was es bietet, ich habe mir schon ein paar Reviews zu angeguckt, viele Bugs und ja, so nach dem, das ist so ein Spiel nach dem Motto, man spielt es zwei, drei Mal und dann ist man durch und dann macht es irgendwie auch keinen Spaß mehr, weil es immer so ein bisschen das Gleiche ist. Ja, und dann gibt es eben so viele Kritikpunkte und so, die Bewertungen sind ja nicht so gut gewesen, relativ viele Bugs, Verkehrssystem, künstliche Intelligenz und so, ist nicht so berauschend und Wucherpreis, kann ich nur sagen. Also 60 Euro für dieses Spiel ist einfach unglaublich. Weil das ist einfach für ein PC-Spiel zu viel, meiner Meinung nach. 60 Euro kostet ein Wii-Spiel vielleicht, ein Xbox-Spiel, PlayStation 3-Spiel, wie auch immer. Aber bitte kein PC-Spiel. Vor allem SimCity müsste eher so ein Spiel im 20 bis 30 Euro-Bereich sein. Für das, was es bietet. FIFA ist eine Ausnahme, weil es auch eher ein Konsolenspiel ist. Und FIFA ist halt wirklich so ein Spiel, was du über ein Jahr spielen kannst, ohne überhaupt daran zu denken, da mal eine Pause zu machen, weil es langweilig wird. Ist natürlich vielleicht auch Meinungssache, aber ich könnte jetzt nicht ein Jahr lang SimCity spielen, ohne dass mir daran langweilig wird. Ich weiß nicht, ob ihr genauso denkt, aber ich kann es mir vorstellen. Bei FIFA muss es nicht unbedingt sein, ne? So, und es gibt aber noch eine Alternative zu SimCity. Und aufmerksame Abonnenten haben das vielleicht auch schon gesehen. Ich habe es schon in meiner Kanalbeschreibung geschrieben. Generell übrigens der Aufruf. Wenn ihr Informationen wollt, guckt in die Kanalbeschreibung. Da stehen Informationen zu meinem Computer, bla bla bla. Hatte ich da gerade Vorfahrt, ich weiß es nicht. Und, ach so, und zu den aktuellen Let's Plays und so, ne? Viele wissen das immer nicht, stellen dann Fragen, dann antworte ich mal mit Kanalbeschreibung. Das soll nicht unfreundlich klingen, das soll einfach ein Zeichen sein, dass ich das ab und zu mal erwähne und
dass da jemand anscheinend nicht gut zugehört hat und dass ich nicht zu viel Zeit aufwenden will, da möglichst höflich und freundlich darauf hinzuweisen, dass ich das in der Kanalbeschreibung stehen habe oder geschweige denn selber nochmal nachgucke und das dann nochmal in den Kommentar schreibe. Aber das ist nicht das, was ich sagen wollte. Konnte wahrscheinlich eh gar nicht mehr folgen. Ich lasse mich auch zu leicht ablenken. Du laberst zu viel. Ja, muss eben ab und zu sein. Und da bietet sich Omsi eben an. Tut mir leid. hat sich ja schon erwiesen, dass bei FIFA nicht so eine gute Idee ist, weil ich mich da nicht so gut konzentrieren kann. Aber ja, Busfahren ist da eine Tätigkeit, bei der man sich nicht allzu viel konzentrieren muss. So, jetzt zum Wesentlichen. Kanalbeschreibung habe ich hingeschrieben. Ich werde voraussichtlich ab Release, aber es wird nicht gehen, weil ich im Urlaub bin. Jedenfalls Cities in Motion 2 Let's Play. Ich hatte ja mal vor ewigen Zeiten... Jetzt ist doch nicht die Schranke zu, oder? Okay. Es ist rot, das heißt, wir können stehen bleiben. Jetzt kann ich eh in Ruhe erzählen. Mosen, ja, hier fährt die S-Bahn. Oder Regionalbahn, wie auch immer. So, Cities in Motion 2. Werde ich Let's Playen, es erscheint am 5. April, ich habe es mir auch schon vorbestellt und da ist der Preis eben wesentlich menschlicher und meiner Meinung nach ist Cities in Motion ja nicht viel weniger als SimCity, wenn überhaupt, von dem, was es bietet und es kostet 20 Euro. Müssen wir mal vergleichen, ein Drittel, ja, von dem, was SimCity kostet. Und das ist vom Prinzip her ungefähr das gleiche, bloß dass der Fokus eben nicht so viel auf Wirtschaft und hier, weiß ich, Anbau, Erzanbau und Industrie gelegt ist, sondern eher auf Verkehrsmittel, wo SimCity ja eben nicht sehr gut ist, ne? Wer das schon ein bisschen gesehen hat, so mit Straßenbahnen und Bussen und so, ist ja alles sehr dürftig dort. Und da ist eben Cities in Motion relativ der Fokus auf Verkehrsmittel gelegt, kann man sehr viel festlegen und so, bla bla bla. Bei Cities in Motion 2 kann man übrigens auch, soweit ich gehört habe, ein bisschen an den Straßen rumbauen und Straßen erweitern. Also man ist nicht nur auf das angewiesen, was schon da ist. Und nein, der Bildschirm ist nicht eingefroren. Auch wenn es gerade ein bisschen so aussieht. Warum steht da ein Zug? Ach so, ist es der jetzt gleich hier angerollt? Ich dachte gerade, die Schienen gehen da weiter. Okay, dann kommt der gleich hier angefahren und fährt hier rüber. Mal gucken, wie lange sich der noch Zeit lässt. Momentan steht er noch. Genau, deswegen meiner Meinung nach ist diesen Motion deutlich, ja, lohnt sich irgendwie mehr. Und wie gesagt, ich habe den ersten Teil schon angespielt. Mit mäßigem Erfolg auf dem Kanal, aber gut. Damals, das war noch in den Anfang so meiner großen, großen Let's Player-Karriere. Und ja, wenn man das jetzt sich so im Nachhinein anguckt, bin ich auch der Meinung, nee, da kann ich verstehen, warum die nie mehr als ca. 30 Aufrufe hatten oder so, inzwischen vielleicht mehr. Da fährt der Zug übrigens. Fahren jetzt los oder was? Nee, gut. Genau. Und ich laber zu viel, ich weiß. So. Was wollte ich jetzt noch sagen? Genau, Release am 5. April. Problem ist, ich bin am 5. April noch im Urlaub. Wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, sollte die erste Folge ungefähr am 9. erscheinen. Das ist dann kurz nach Schulwiederbeginn. Da werde ich dann, denke ich mal, Zeit genug gehabt haben, um das Spiel zu empfangen, zu Hause anzukommen, das Spiel zu installieren, das Spiel zu verstehen, ein bisschen anzuspielen und danach eine Folge dazu zu bringen, das dann zu konvertieren und dann hochzuladen. Sollte ungefähr der 9. werden. Wenn es der 10. wird, ist, denke ich mal, auch okay. Aber so in dem Dreh. Guten Tag, Kollege. So. Das war das mit Cities in Motion. Ich freue mich übrigens sehr drauf. Ich habe mir da so ein Video schon so angeguckt. Das sieht sehr, sehr gut aus, was man da machen kann. Das soll ja auch so als neues Feature zum Beispiel sein, dass man Fahrpläne definieren kann. Wobei, das ist jetzt nicht wirklich so das, was ich mir, wenn man jetzt mal mit dem ersten Teil der Reihe vergleicht, nicht das, was ich mir am meisten gewünscht habe, weil Fahrpläne, ich meine, da müsste eigentlich schon eher, müsste die Zeit, also ein Tag so ein bisschen länger dauern und so, weil, ja, ich weiß nicht. Das war irgendwie schon besser, dass es so einfach war, mit dem, dass man einfach Busse raufpackt. Ich finde, man hätte besser so, es so machen sollen, dass man nicht Fahrpläne macht, sondern ein bestimmtes Verhältnis. Sprich, man sagt, ich packe jetzt drei Busse auf diese Linie und dann gebe ich an, dass zum Beispiel die Busse sollen im gleichen Abstand fahren oder was auch nicht so viel Sinn ergibt, zwei Busse sollen hintereinander fahren oder so, sowas, dass man sowas festlegen kann. Das wäre schon gut. Und hier ist übrigens diese geile Station unter der Autobahnbrücke, wo ich mal nur aus Spaß anhalten werde. Wer bitte steigt hier ein? Wer bitte steigt hier ein? Ich habe es auch noch nie erlebt, dass irgendjemand ein- oder aussteigen wollte.
Was ist hier bitte? Ach! Ach Mensch, hier ist eine Hütte. Okay. Aber wahrscheinlich fährt der Hüttenbesitzer eh mit dem Auto. Also, geilste Station ever. Sinnlose Station ever, meiner Meinung nach. Was hat sich wohl die TVB dabei gedacht? Tiefenbacher Verkehrsbetriebe. Wobei, ich glaube, der 178er ist von der Lappacher Verkehrsgesellschaft irgendwie betrieben. Aber ich mache da nicht so einen großen Unterschied. Sind eh alles die gleichen Busse bei mir. So, übrigens, als Tiefenbach erstellt wurde, gab es diese O405N-Busse noch gar nicht. Aber ich finde, die passen etwas sehr gut zu dieser Map. Doppeldecker wurden irgendwie nicht so passend zu diesen Regionalbuslinien. Generell passen Doppeldecker nicht so irgendwie auf alle Maps, weil, ja, Doppeldecker gibt's eh nur in Berlin, oder? Gibt's irgendwo sonst in Deutschland noch Linien, wo Doppeldecker drauf fahren? Also in Hamburg gibt's meines Wissens keine Doppeldecker. In München bin ich noch nicht gewesen. Köln gibt's auch keine Doppeldecker. Bremen kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Ja, das war's dann eigentlich schon mit den Riesenstädten, oder? Genau. Also eigentlich gibt's nur in Berlin Doppeldecker, kann man sagen. Und hier ist übrigens, ja, so ein die Autobahn-Schrott. Und was ich blöd finde, ist, dass manche KI-Autos da trotzdem reinfahren. So wie der junge Kollege da vorne. Aber gut, wollen wir mal ein Auge zudrücken. Ist jetzt nicht das Allerschlimmste. Insgesamt Tiefenbach wirklich eine super abwechslungsreiche, gelungene Map. Detailreiche auch übrigens. Und falls ihr euch fragt, wie das jetzt hier noch so weitergehen wird mit Tiefenbach, weil es ist schon die vierte Folge in Folge, die wir hier fahren auf der Map. Also schreibt doch mal eure Meinung in die Kommentare, wenn ihr eine habt. Wenn ihr keine habt, ist auch okay, dann entscheide ich. Aber schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, ob ich weiterhin in Tiefenbach fahren soll, was ich sehr begrüßen würde übrigens, weil, ja, wirklich sehr, sehr coole Map. Gibt noch viele, viele Linien, die ich euch gerne zeigen möchte. Aber wenn ihr sagt, nee, Tiefenbach geht mir langsam ne, auf den Auspuff, dann, ja, könnt ihr das auch gerne sagen und dann suche ich mir dann eine neue Map. Oder am besten wäre natürlich sogar, ihr habt Vorschläge für eine neue Map. Aber momentan, was ich so sehe, ist ja nicht so besonders, was gerade so an neuen Maps rauskommt im OMSI-Forum. Da fahre ich dann doch irgendwie lieber in Tiefenbach. Aber ich bin auch generell ein bisschen Add-on-Installationsfaul in dieser Zeit, muss ich sagen. Also sehr, sehr ungern, weil da muss man dann downloaden und wenn es dann irgendwelche russischen Seiten sind oder irgendwelche Seiten auf einer Sprache, die ich nicht kann, das finde ich dann mal besonders nervig, dann klicke ich dann gleich wieder weg, sage, scheiß drauf, komm. Dann lade ich mir das eben nicht runter, da war letztens so ein Bus. Aber dann denke ich mir wieder, ja, mit dem werde ich zweimal fahren und dann steige ich eh wieder zu den Bussen, um die wirklich, die es wirklich taugen, die wirklich extrem realistisch sind, weil die meisten Add-on-Busse sind ja dann doch, die sind zwar gut für zwei, dreimal fahren, aber wenn man dann so wirklich ein bisschen Realismusgefühl haben will, dann gibt es eigentlich nur wenige Busse, auf die man zugreifen könnte. Willkommen in Tiefenbach übrigens, in der Stadt. In einem Stadtbereich, den ihr noch nicht kennen solltet, weil wir im 519er woanders gefahren sind, nämlich in Ost-Tiefenbach, jetzt sind wir in West-Tiefenbach. Aber hier spielt sich eigentlich das meiste ab. Fahren auch die meisten Buslinien. Eigentlich alle Regionalbuslinien fahren hier ab. Abgesehen vom Flughafen Express, der vom Reinholzbahnhof abfährt. Und ihr merkt ja, ich kenne mich sehr gut aus in Tiefenbach. Hat was damit zu tun, dass die Map wirklich toll ist. Ich fahre jetzt einfach rüber, komm, ist doch egal. Und ja, ich eigentlich nicht genug kriegen kann davon. Also immer wenn ich mir sage, ja, ich fahre jetzt mal eine Runde um sie, wenn ich mal so offscreen fahren will, zum Entspannen oder wann auch immer, ja, dann fahre ich eigentlich auf Tiefenbach oder in Tiefenbach. Kann man, denke ich mal, beides sagen, in dem Fall. So. Das ist schon die vorletzte Station. Tiefenbach Marktplatz, Stadtzentrum. Vom Stadtrat zum Stadtzentrum eher dürftig, aber ist auch nicht wirklich das Stadtzentrum. Da gibt es noch andere Ortschaften hier in Tiefenbach, die machen deutlich mehr Stadtzentrum-Eindruck. Zum Beispiel der Willy-Brandt-Platz. Den wir auch noch nicht kennen. Ach Mann, Leute. Eigentlich will ich mit euch alle Linien abfahren hier. Die sind echt cool. Schreibt bitte eure Meinung in die Kommentare.
Könnt ihr übrigens auch gerne eure Meinung zu SimCity und CDMotion 2 und so reinschreiben, ne? Was ihr davon haltet, dass ich das Spiel jetzt playe. Achso, eine Sache, die ich vielleicht noch nicht erwähnt habe, aber vielleicht erwähnen sollte. Jetzt sind wir eh gleich durch, aber ich sag's trotzdem kurz. Wie machen wir das mit dem Rhythmus? Mit CDMotion? Schwer zu sagen, weil Omsi kommt ja eh schon nur einmal die Woche. Das würde ich auch gerne so beibehalten. Außer ich habe dann irgendwann wieder keine Lust drauf. Aber momentan habe ich ja Lust drauf. Ja, dann würde ich vielleicht unter der Woche irgendwie sagen, dass ich unter der Woche eine Folge für diesen Motion rausbringe. Erstmal will ich es ja eh testweise laufen lassen, ein paar Folgen, mal gucken, wie eure Resonanz ist, wie mir das Spiel gefällt. Ich will ja nach dem City Bus Simulator 2 München Flop nicht zu viel versprechen. Deswegen. Jetzt fahren wir rechts rein zum Regionalbahnhof. Oh, ich hasse das, wenn hier irgendein Bus entgegenkommt. Dann ist es mal ziemlich knapp. Ist ja eigentlich egal, weil ich habe KI-Kollision ausgestellt. Bin ich übrigens sehr, sehr froh drüber. Weil das mir einigen Stress erspart mit Unfällen. Hier hält der 324er, der Richtung Hubenstein fährt. Wo der 712er abfährt, kennen wir schon. Hier ist der 981er, das ist eine Stadtbuslinie, also eine Ringlinie, die nur in eine Richtung fährt. Hier ist der Wendekreis. Übrigens, es fahren auch mehr Linien als die vier Linien hier am Regionalbahnhof. So ziemlich alle Linien halten hier eigentlich. Also fast alle. 519 ist da eine Ausnahme. Aber sonst hält eigentlich alles hier. Außer hier Linie, Schulbuslinie und Flughafenzubringerlinie. Also Linie F. Linie 100 hält hier trotzdem. Aber ist ja egal, was ich hier da war, versteht ihr wahrscheinlich eh nicht. Weil die Map ja leider nicht mehr zum Download verfügbar ist und die wenigsten von euch sie haben werden, denke ich. Geschweige denn, sich da so gut auskennen werden. Ich sag's trotzdem noch, hier hält der, 870er. Nach Obergeiselbach fährt er eine relativ kurze Linie. Ein bisschen ähnlich wie die hier, die wir gefahren sind. Überlandlinie. Auch ganz nett, fahre ich ab und zu mal gerne. Und dieser Bus, der hier kommt, ist von der Linie Z, der zum Industriegebiet fährt. Warum das Z nicht angezeigt wird, liegt daran, dass der Mercedes-Benz U405N2 Bus Buchstaben nicht anzeigen kann. Gut, dann sage ich danke fürs Zuhauen. Habe ich mal wieder einiges gelabert. Ich hätte es auch in einem Announcement machen können, aber ich denke mal, dass eh mehr Leute Omsi gucken, als das Announcement gucken würden. Habe ich es einfach mal hier gesagt, könnt ihr so betrachten. Wenn irgendjemand im Kommentarbereich nicht Bescheid weiß, könnt ihr gerne an meiner Stelle antworten. Warum bringt ihr so wenig Videos in letzter Zeit? Genau. So, dann, ups, falsche Tür. Achso, wir können übrigens der Vollkommenheit halber Motor aus, Dingens, Blinker aus. Und das können wir gerne auch noch machen. Ziel 000. Ach, gibt's ja gar nicht. Mal 001, Linie 000, aber, ups, ihr guckt wahrscheinlich eh schon nicht mehr zu. Deswegen sage ich einfach mal, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Und, ciao, ciao. Schönes Wochenende.